Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ich bin Tim Kasko. Ich treibe mich sonst rum als Art Director und Creative Director und heute bin ich da als TEDx Rhein-Main Botschafter. Und dazu eine kurze Umfrage. TED, wem sagt das was? Wer war schon mal auf einer TED? Wer hat schon mal im Netz gesehen? Sagen wir so. Im Netz gesehen, okay. Wer war schon mal live dabei? Auch gut, sehr schön. Und ja, dann muss ich gar nicht viel erzählen. Demnächst steht wieder was an von uns, von TEDx Rhein-Main. Ich bin von TEDx Rhein-Main. Uns gibt es seit 2010. Wir haben über 10 große Events gemacht, viele kleine dabei auch, aber 10 richtig große. Und demnächst steht eine an, in 2 Wochen schon, TEDx Datanauts. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen was mehr. TED steht für Ideas Worth Spreading, das ist das Motto. Ideen, die es wert sind, verbreitet zu werden. Und das Tolle an einer Idee ist ja, wenn man sie teilt oder halbiert, dann wird sie nicht kleiner und es wird nicht weniger, sondern übrigens das Gleiche passiert auch mit Liebe, Sex, Glück, Spaß. So ein paar Sachen, die, wenn man sie teilt, werden sie nicht kleiner und es geht nichts von weg, sondern sie werden größer. Also wenn ich eine Idee mit 2 oder mit mehr Leuten wie euch hier teile, dann haben wir nachher so ein fettes Ding im Raum. Und das ist eine schöne Sache. Und solche Ideen werden jetzt demnächst in 2 Wochen teilen mit euch. Bis zu 8 Räder haben wir da, ein paar ganz gute. Bei einem Event, der heißt Datanauts. Beschäftigt sich hauptsächlich mit Daten, aber da darf man sich nicht in die Irre führen lassen, weil, wie wir das bei TEDx Rhein-Main machen, wir beleuchten das von ein paar verschiedenen Seiten. Ja. Am Dienstag, den 29. September, ab 17 Uhr im schönen Kronberg im Taunus. Und das ist zum Beispiel ein Speaker, auf den bin ich sehr gespannt, Vincent Hendricks, kommt aus Kopenhagen, ist Chef von einem großen Ding und forscht über Seifenblasen. Ja? Schaut ihr euch diesen Mann an und denkt an Seifenblasen, das ist schon eine interessante Sache. Oder die Marilyn Langert von der European Space Agency, die wird uns was erzählen über Helix Nebula, ein neues Ding, was sie haben, eine europaübergreifende Plattform für Daten, fette Sache. Von der ESA aus Darmstadt, wie gesagt. Und worauf ich mich selber sehr freue, ist der Thilo von Debschitz zum Beispiel. Er wird erzählen über einen Pionier der Infografik, über Fritz Kahn. Als Grafiker steht man halt auf Infografiken, wie das so ist. Für mehr Infos könnt ihr nachchecken, datanauts.org. Ja, ihr könnt uns folgen auf Facebook und Twitter und natürlich auf TEDx Rhein-Main. Also in 2 Wochen, Dienstag, 29. September in Kronberg. Dran denken. Und wenn es um Ideen teilen geht, habe ich eine Idee mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Vor einiger Zeit lief auf Saturday Night Live ein kleiner Spot mit Will Ferrell und Christopher Walken. Und der hieß der More Cowbell Sketch. Ja, weil es ging darum, Will Ferrell macht eine Aufnahme im Studio und spielt bei einer Band die Cowbell. Und es kommt immer wieder Christopher Walken rein und sagt, ich brauche mehr Cowbell. Und der Typ geht schon ab wie blöd. Und er kommt immer wieder rein und sagt, ich brauche mehr Cowbell. Und das Ganze wurde dann zur More Cowbell Meme. Daraufhin gab es dann gleich, Moment, ich habe was mitgebracht. Ich glaube, ich bin laut genug, hoffentlich. Ja? Ja? Kleine Cowbell, ja? Nicht im Stream, ich verstehe das. Wo? Soll ich so machen? Oh, Entschuldigung. Okay, ich versuch's mal so, ja. Es gab den More Cowbell DJ. Große Sache, man kann seine eigenen Songs hochladen, bisschen Cowbell reindrehen oder auch bisschen Christopher Walken. Ja? Dann gab's natürlich die More Cowbell Apps. Ja? Awesome Cowbell, Cowbell Plus, Even More Cowbell. Und wie ihr hört, Cowbell ist ein ganz geiles Ding und treibt auch jeden Song ganz gut an. Aber man braucht 2 Hände und ist ziemlich laut. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, More Cowbell ist eine gute Idee, aber schöner ist eigentlich, wenn man es ein bisschen leichter macht. Und es heißt dann, it needs more shaker. Ganz kleines Ding. Seitdem ich das im Auto habe und wenn ich irgendwie an der Ampel stehe, mache ich damit jeden Song im Radio ein bisschen besser. Ja, wirklich. Es gibt, und selbst wenn ich in der Diskussion bin und die ist langweilig, dann fange ich halt an zu shakern. Also bitte nimmt jeder 2 Shaker, einen für euch, meine Jungs geben die gleich rum, hier von TEDx Rhein-Main, 2 für jeden, einen für euch, einen zum Weitergeben, der die Idee auch gut findet. Und ich kann euch nur sagen,
Shake your mind and your ass will follow. Diese Aufkleber liegen auch noch hier ein bisschen rum. Ich danke euch. Carpenter.